Здравствуйте, Германия. Ja, ja, wir sind jetzt hier schon weit in Westrussland. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir hier hingekommen sind, dann schaut die nächste Folge. Unser Endziel ist Ivangorod an der Grenze zu Estland. Von Kotlin fahren wir weiter westwärts. Wir sind hier in einer Stadt. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die Stadt hier heißt eigentlich. Ich auch nicht. Wir waren nur auf der Suche nach einer Bank zum Geld umtauschen. Und jetzt hat Annette im Internet noch gefunden, dass hier eine Burg oder sowas ähnliches, so ein Schlösschen zum Anschauen ist. Und das Witzige ist, hier haben wir schon mal das Schlösschen oder die Burg. Und hier drumherum sind quasi so Kommunistenwohnhäuser. Leck mich am Arsch. Guckt ihr das an, die Balkons von unten. Das Schlösschen entpuppt sich als Kinderattraktion mit Bezug auf Kindermärchen. Daher kommt auch der Name Andersengrad. Der Name bezieht sich auf den dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen. Und Gorod oder Grad bedeutet auf Russisch Stadt, also Andersenstadt oder Andersenburg. Und hier geht's in den Innenhof rein. Richtig cool. Wir schlendern durch das liebevoll gebaute Denkmal an Hans Christian Andersen. Das ist total krass. Also die Leutchen hier, die haben ihre Balkons quasi im Garten von diesem Schloss. Andersen Grab wurde 1980 erbaut und ist immer noch super in Schuss. Ah, da wird ganz wichtig eingetunkt wieder. Sie hat noch nicht gesoffen heute. Überall verschiedene Märchenmotive. Ah, jetzt gibt's lecker Essen. Also wir haben uns jetzt hier Pfannkuchen und zwei Cappuccino bestellt. Kostet 700 Rubel. Annette wagt es, sie probiert es. Und gut? Gut. Herrlich. Dann hau ich jetzt auch rein. Das soll wohl der standhafte Zinnsoldat sein. Auch ein Märchen von Hans Christian Andersen. Das bringt Glück. Und das ist die Büste des Märchenmeisters. Hier ist ja noch so ein kleines Gebäude. Aus welchem Märchen der Fisch sein könnte? Nach dem kurzen Besuch müssen wir auch schon weiter. Wir haben da noch was vor. Das ist die Weltlöschbüste ins Glück, Leute. Das wird sich noch zeigen. Also wir fahren jetzt zu einem Campingplatz an einem See. Und ich bin mal gespannt, ob es den überhaupt gibt. Es wackelt hier ganz schön. Schon sind wir im tiefen russischen Wald verschwunden. Ich bin mal gespannt, ob es da überhaupt was gibt an dem Ende, wo wir hinfahren. Tja, Ungewissheit gehört zum Abenteuer dazu. Sonst wäre es ja gar keins. Die Waldpiste zieht sich recht lange. Ab und zu erhaschen wir einen Blick auf den See Kobanskoje Ozero. Aha, da kommt
Platz. Nach 200 Metern erreichst du das Ziel. Schaust du vor? Ja. Märchen, ich gehe mal das Ganze checken, weißt du? Was sagt deine Nase dazu? Ja, meine Nase sagt, super duper, geh doch einfach. Da gehe ich hin. Der Geländewagen hat uns soeben überholt und erweist uns einen Dienst. Sieht schon mal geil aus. Hier sind noch irgendwelche Besucher. Er hat jetzt eigentlich für den Russen aufgemacht, aber wir fahren da jetzt mal rein und schaffen erstmal Fakten. So, und jetzt? Jetzt haben wir Fakten geschaffen und dann schauen wir mal weiter, ne? Wohin? Keine Ahnung. Sollen wir das zu Fuß erstmal schauen? Ja, würde ich sagen, stellen wir das Auto hier vorne ab, oder? Und dann schauen wir mal weiter. Also, ich habe gerade festgestellt, dass das Auto irgendwie von unten komisch quietscht. Hört sich nicht gut an, aber naja, wird schon irgendwie gehen. Ich sehe gerade, wir haben noch eine Überraschung hier. Die kleinen Schafe. Na ihr? Hallo. Ja komm, gib's dir dreckig. Auf jeden Fall gibt es hier so ein lecker Kaffee. Was wir hier finden werden. Vielleicht geht's ja auch da weiter. Da ist ein Häschen. Ein Hoppelhäschen. Hier ist schon mal der Bär und die kleine, was ist das, Rotkäppchen? Rosakäppchen? Hallo Häschen, na du? Das ist Rammel der Hase. Das ist ein ganz kleiner noch. Die Ferienanlage entpuppt sich als kleiner Zoo. Überall tauchen irgendwelche Tiere auf. Die russische Banja kann man als eine Mischung aus Fegefeuer und Sauna bezeichnen. Okay. Горячий сюда. Нагреешь, чтобы он стал мокрый. И потом. Мокрый. Wenn es nass ist, dann. Так вот отсюда кипятком. Also. Storm. Да. Нагреть, пусть там 5 минут полежит. И потом можно. Also, das soll dann 5 Minuten liegen und dann kannst du. Понимаю по-польски. Ну, польский, русский примерно рядом. Genau. Так что. Ладно, все, затапливаю. В кафе заплатите там. Okay, wir müssen den Kaffee bezahlen und er macht dann um 17 Uhr. Jetzt hast du da. Mit Holz. Tempor. Tempor? Jetzt ist es soweit. Jetzt gehen wir in die Banja. Freust du dich? Ja, ich freue mich schon die ganze Zeit. Der gesamte Trip durch Skandinavien war eher als kühl zu bezeichnen. Wir sind jetzt hier in der russischen Banja. Diese Mützen gibt es hier irgendwie so fakultativ oder obligatorisch dazu. Sehr sexy aus. Und Annette auch. Und wir gehen da jetzt gleich rein. Erstmal nackig machen. Jetzt können wir die russische Variante ausprobieren. Oh, Alter. Richtig heiß. Puh. Das ist halt ein Ofen, ne? Hier sind gerade fast 100 Grad. Das ist hier eine russische Konstruktion. Da kann man noch Aufguss machen, aber das lassen wir weg, glaube ich. Also es ist wirklich knackig. Ich glaube, die Kamera muss hier raus gleich, sonst platzt sie. Oh. Alter, das ist ein richtiger Ofen, da verbrennst du die sowas von. Das ist so heftig, ich gehe da nochmal rein. Ich war gerade im kühlen See, deswegen total klitschnass. Und jetzt machen wir das da. Das soll die Gesundheit fördern. Naja, sicherlich besser als Corona-Masken. Das ist auch noch heiß. Süße Mütze. So, jetzt raus damit. Sonst platzt die Kamera. Und jetzt gehen wir ins Wasser zum Abkühlen. Das ist ja vielleicht heiß.
man echt lange im Wasser sitzen, sonst konnte ich das immer nicht. Mhm. Also es ist echt die heftigste Sauna, die ich bis jetzt mitgemacht habe. 95 bis 100 Grad, je nachdem, ob das ganze Thermometer so genau ist. Aber es knallt so richtig rein. Boah. Ich habe noch nie so einen Saunaofen gesehen. Das ist Wahnsinn. Also damit fliegen die auch in den Weltraum. Das ist unglaublich. Oh. Oh, richtig schön eintunken. Wie muss das im Winter erst sein, wenn man hier ein Loch hacken muss? Musst du gar nicht. Du bist so heiß, dass du quasi das Eis durchschmilzt. Du läufst bis zu dem Steg, rutschst dann da aus und dann machst du flüpp ja. Und schlägst dir hier eine Bahn rein. Ich muss jetzt raus. Ich muss mir noch das Gesicht schön abkühlen. So, dann gehen wir wieder rein. Und hinein ins Vergnügen. Ich mache hier gerade Pause von der Sauna und höre da Geräusche. Und dann kommt wieder ein Schäfchen. Das eine ist das zweite. Und da liegt ein Kanickel. Und da ist noch ein Kanickel. Voll putzig. Wir kommen schnell. Vito, bist du jetzt umgekippt? Achtung, ich komme jetzt. Oh, jetzt werden sie natürlich einen Schreck kriegen. Hallo. Na, ihr Klein. Hallo? Hm? Na, du kleines, krauliges Tierchen. Na, du. Na, du. Na, du. Na, wie geht's dir denn so? Du willst fressen, ne? Willst du auch in die Sauna? Da flippst du aus, ich sag's dir. Ey, das ist kein Stall. Der will also auch in die Sauna. Das machen wir mal schön zu. Warte mal, Kleiner. Das machen wir mal hier zu. Warte mal, nicht den Pillemann fressen. Und jetzt gehen wir da noch mal rein, oder? Ja, jetzt gehen wir da noch mal rein. Hinein ins Vergnügen. Ladies first. Auch der schönste Saunabesuch hat ein Ende. Wir setzen unsere Reise fort. Leute, wir sind hier auf einer ganz, ganz besonderen Straße in Nordwestrussland unterwegs. Gut, dass wir ein Offroad-Mobil haben. Wir sind jetzt endlich runter von der Wellblechpiste. Urige alte Häuser stehen an der Straße. Irgendwie ähnlich wie in Finnland. Jetzt ist die Straße etwas holprig. Schlaglöcher, Slalom ohne Ende. Die Schlaglöcher werden immer tiefer. Ich manövriere vorsichtig den blauen Wahnsinn um die Löcher. Endlich wieder eine gute Straße. Wir erblicken eine farbenfrohe Kirche. So, wir schauen uns jetzt die Kirche von Antonio Rinaldi in Kingisepp an. Keine Fotos, keine Videos. Wir haben gerade festgestellt, dass Foto- und Filmaufnahmen dort überhaupt nicht erlaubt sind. Also können wir euch die Kirche jetzt nicht weiter zeigen und wir haben hier abgebrochen. Werkstatt auf Russisch. Hier weiß man sich selber zu helfen. Wir haben jetzt hier, glaube ich, einen ganz guten Übernachtungsplatz gefunden. Wir sind jetzt kurz vor der russisch-estländischen Grenze im Stadtwäldchen in Kingisepp. In Kingisepp. In Kingisepp. Wir haben jetzt einen Löwen mit Ball gefunden. Das ist die verlorene Klöte des Herkules. Wir sind jetzt hier am anderen Ende des Parks.
und haben eine Möglichkeit gefunden, eventuell zum Fluss runter zu gehen. Nämlich hier runter, eindeutig. Mara, komm. Na, das sieht doch einigermaßen gut aus. Aha, Mara geht tunken. Da ist sogar jemand am Angeln. Seht ihr den da vorne ungefähr, ganz hinten? Der steckt bis zu der Hüfte im Wasser. Was für ein genialer Fluss. Ja, was haben wir? Ja, was haben wir? Ja, was haben wir? Ja, was haben wir? Ja. Ich wollte gerade sagen, was für ein geiler Flussabschnitt so in der Nähe von der Stadt. Herrlich. Nach dieser kurzen, doch sehr ja, eindrucksreichen und lehrreichen Visite hier in Russland, wird mir auch langsam klar, warum die ganzen NATO-Staaten an Russland ran wollen. Das Land ist riesig und wir haben nur so einen kleinen Furz davon gesehen und voll von Ressourcen, voll von Platz, voll von Wäldern. Und guckt euch Europa an, Deutschland am besten, total zugekleistert, alles zugebaut. Bis auf einige wenige Stellen zugekleistert und ja, den Platz will man sich aneignen letztendlich. Vielleicht nicht spezifisch Deutschland, aber Amiland, die wollen die Ressourcen. Tja, wunderschönes Land. Ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, Russland mal zu besuchen. Zumindest kurz mit dem E-Visum in der Nähe hier, wo wir waren, im Nordwesten von Russland. Das ist schon mal interessant genug. Wie fandst du die Leute? Ja, super. Total offen. Also wenn ich es jetzt mal mit Finnland vergleichen darf, dann waren die Finnen, da hast du ganz selten mal mit einem gesprochen, weil die so zurückgezogen sind irgendwie. Und die Russen, die sind gleich irgendwie, die haben immer ein Lachen auf dem Gesicht, die sind immer herzlich und freundlich. Und auch wenn man peinlicherweise, wie wir, nur 5 Worte Russisch kann, trotzdem hat es immer irgendwie geklappt mit der Verständigung. Leute, wir haben jetzt mittlerweile so viele Länder bereist, den ganzen Balkan bis in die Türkei. Jetzt Skandinavien, Russland und jetzt dann Estland und so weiter, geht's dann weiter. Und bis jetzt, Mittelamerika sowieso, bis jetzt waren überall die Leute mehr oder weniger gleich. Sie wollen alle nur dasselbe. Liebe, Essen, ein Haus über dem Kopf und meistens ihre Ruhe, Frieden. Sie wollen keinen Krieg, auch nicht die Russen, Leute. Die Russen, die wir getroffen haben, die haben ja auch gesagt, vom Krieg kriegt man hier nichts mit, aber auch gar nichts. Ja, außer höchstens in den Medien, das was. Höchstens in den Medien, ja. Aber sonst. Und von daher, fahrt selber nach Russland, guckt es euch an, erlebt es mit eigenen Augen, mit eigenen Sinnen. Das macht Spaß und ist geil. Wir sind wohl im letzten russischen Ort. Vor der russisch-estländischen Grenze. Lang dürfte es nicht mehr dauern. Das ist die Grenze? Kommen wir jemals hier raus? Weiß ich nicht. Okay, wir sind da, hier an der Grenze und wissen nicht, wohin so richtig. Wir müssen erstmal zur Zollabfertigung, hat man uns gesagt, bei der Einfahrt nach Russland. Wir haben es geschafft. Wir sind in Estland. Aber das ist eine andere Geschichte, die du nicht verpassen solltest. Bis demnächst also. Ende.